Kornhaus soll am 3. Oktober eröffnen. Das beliebte Ausflugsrestaurant Kornhaus an der Elbe soll bereits am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, für Gäste die Türen öffnen. Die Dessau-Roßlauer Unternehmerin Regina Kröger hatte das Lokal im April diesen Jahres nach langem Hin und Her übernommen, aufwendig restauriert und saniert. Nun sind die letzten Arbeiten unter denkmalpflegerischem Gesichtspunkt im vollen Gange und so wird das Restaurant nach einer einjährigen Pause hoffentlich unter reger Beteiligung in eine neue Ära starten.